Ja, einen wunderschönen guten Abend heute auch von uns an diesem für Herbst ja doch sehr milden Abend. Und wie wir gerade gehört haben, gibt es wohl einen neuen Streik bei der Lufthansa. Und ab morgen Mittag könnte das Ganze schon losgehen und viele betreffen. Das eine Nachricht zum Donnerstagabend und wir haben weitere jetzt für Sie. Ja, wir beginnen mit einem großen Thema. Geisterfahrer, Gegner aus dem Gegenverkehr. Aus aktuellem Anlass berichten wir heute mal wieder darüber. Die meisten Geisterfahrerunfälle geschehen ja durch Leichtsinn. Und deshalb diskutieren Politik und Länder auch immer wieder über neue Lösungsansätze, Geisterfahrer zu stoppen. Aber was, wenn jemand absichtlich in den Gegenverkehr rast, dort Menschen tötet? Ist das dann Mord? Um so einen Fall ging es heute vom Landgericht Limburg. Vor 8 Jahren nimmt Köln fassungslos Anteil an dem Tod einer jungen Frau, die in Köln eine Salatbar aufgemacht hatte. 24 Jahre jung, eine Unternehmensgründerin mit vielen grünen Ideen. Und dann wird diese junge Frau in ihrem Laden umgebracht. Für 20 Euro, die der Täter mitnimmt. Und der Fall wurde nie aufgeklärt. Es gab für Familie und Freunde nie eine Erklärung. Bis heute. Durch eine weggeworfene Zigarette ist der Fall jetzt wahrscheinlich gelöst. Nicht schön am Schuh und nicht schön am Haus. Großes Thema jetzt, wenn es morgen um die Entscheidung im Bundestag gehen wird, wie wir zum Thema Sterbehilfe in Deutschland stehen, dann ist das eine Entscheidung, die viel auch damit zu tun hat, wie wir mit Sterbenden überhaupt umgehen und wie wir sie begleiten. Und dazu hat die Politik heute schon eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich mehr finanzielle Unterstützung zugesagt für eine bessere Versorgung, damit es mehr so großartige Projekte geben kann wie das, was wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Und da werden Sie trotz aller Traurigkeit viel Trost entdecken. Tolles Projekt und morgen wird der Bundestag dann in der anderen schwierigen Frage entscheiden, ob organisierte Sterbehilfe weiter erlaubt bleibt oder doch verboten wird. Das ist dann unser Thema morgen bei uns in der Sendung. Jetzt aber wird es prominent und zwar mit ganz viel Hollywood, einem Stolperer und viel Sahnetorte. Elke Sommer wünscht sich heute zum Geburtstag nämlich ganz viel Sahnetorte und dass man bloß nicht so viel übers Älterwerden redet. Machen wir nicht. So hat sie den Männern damals den Kopf verdreht. Wild, nackt, blond. Genau so auf Hollywood, sagt sie uns, hat sie heute aber immer weniger Lust. Lieber ist sie in ihrem zweiten Zuhause bei Erlangen mit Papa Bär und einem Männerchor. Beides haben wir jetzt. Ja, schöner konnten wir es nicht singen. Jennifer Lawrence kommt jetzt und ihre Tribute von Panem-Kollegen, die sind ja schon seit einigen Tagen in Berlin. Einige haben Kultur genossen, andere mehr Biergärten und Nachtleben. Und gestern Abend folgte nun die Premiere des letzten Tribute von Panem-Teils. Das ist zwar Arbeit für die Hollywood-Stars, sagte Jennifer Lawrence dazu, aber wenn sie dann aussteigt und diese ganzen durchgedrehten Menschen sieht, dann macht es so richtig Spaß. Ach ja. Das gab es ja auch noch. Gestolpert ist sie mal wieder über ihr Kleid, wie schon bei den Oscars. Aber diesmal ging alles gut, sie ist stehen geblieben. Wir schauen auf den großen Abend jetzt. Wiener Schnitzel. Hella, die Frau von Pierre Brice, trennt sich gerade schweren Herzens vom Nachlass ihres Mannes. Am Wochenende werden die persönlichen Gegenstände, unter anderem die berühmte Silberbüchse, Sie werden sie vielleicht erinnern, aus Winnetou. Die kommt unter einen Hammer, ein Jaguar und sein Lieblingshut. All das wird versteigert. Ihr fällt das wirklich nicht leicht, hat sie uns erzählt. Aber Pierre Brice wollte, dass all diese Dinge an seine Fans weitergehen. Er hat eben das Herz von Winnetou. Ja, und wir gucken mit Oma dann heute Abend 20.15 Uhr. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder morgen 17.15 Uhr. Und jetzt geht's weiter mit Gefragt, Gejagt. Viel Spaß. Tschüss.